für deine Hilfe heute Abend, Caleb. Hey, wofür sind Freunde denn da? Ich werde doch bezahlt, oder? Die Gäste würden die Suppe sicher lieber am Tisch essen. Ich hätte gern das Hühnchen. Tut mir sehr leid, aber das Hühnchen ist aus. Was riecht denn hier so merkwürdig? Das stinkt, als wäre hier irgendwas gestorben. Nein, als wäre was gestorben, wieder zum Leben erwacht, in eine Tonne mit altem Käse gefallen und dann wieder gestorben. Tja, Den Gestank kenne ich irgendwoher. Es ist dreckig, es ist widerlich. Es ist blank. Ja, Blanks neue Hütte. Traumhaft, oder? Du wolltest wohl sagen, albtraumhaft. Du riechst wirklich absolut widerlich. Danke. Blank geben große Mühe. Hier, haben Zungenkratzer mit Klappdeckel. Blank, du vergraulst uns alle Gäste aus dem Restaurant. Wie wär's mit einem Bad? Bad schlecht. Nein, Bad in Seifenwasser gut. Stinke, stinke. Schlecht. Komm da endlich raus, du grünes Stinkmonster. Waschen tut überhaupt nicht weh. Blank loslassen, dann geben Caleb Schatz. Halskette. Und nicht vergessen, wir trainieren heute am Fluss, Leute. Bevor wir das tun, brauche ich eure Hilfe. Bei deiner Frisur, deinem Make-up, deinem Modegeschmack? Ich dachte schon, du fragst nie. Blank haust in einer Mülltonne und verpestet mit seinem Gestank die ganze Nachbarschaft. Bei meinen Eltern hat sich schon das Gesundheitsamt angekündigt. Wir müssen Blank baden. Würde er das freiwillig über sich ergehen lassen? Naja, wohl eher nicht. Wir werden das vor unserem Training machen. Warum haben wir eigentlich keine ganz normalen Probleme? Zum Beispiel, meine Schuhe sind so retro, dass sie nicht mehr cool, sondern einfach nur alt aussehen. Doch nein, es ist viel wichtiger, eine stinkende fette Kröte mit einem Schwamm einzuseifen. Der Stern von Trebe. Seid ihr ganz sicher? Sieben Zacken, so beschreibt ihn die Überlieferung von Meridian. 1000 Jahre hat die Suche gedauert. Der Stern wird meine Schwester zu mir führen. Ich Blank stinkt! Hier stinkt es abscheulich. Los, Wassermarsch! Ist das ein Taucheranzug? Sein alter Mülltütenanzug. Wiedersehen! Ja. Er läuft runter zum Fluss. Der ist so schnell, den kriegen wir nie. Und schon gar nicht in unserer menschlichen Form. Eigentlich sollten wir unsere Kräfte ja nur gegen das Böse einsetzen. Aber wenn dieser widerliche Gestank nicht böse genug ist, dann weiß ich auch nicht. Wächterin, seid vereint! Knabberhut, lecker. Ach. Zeit für dein Bad. Komm. Blank wollen runter. Ich wasche und du trocknest ihn. Warum sollten wir unsere Kräfte verschwenden? Wirf ihn doch einfach ins Wasser. Wasser nass. So, Leute. Wenn er wieder zurück ans Ufer schwimmt, werden wir ihn gründlich abschrubben. Lecker. Oh, Salat war auf Wasser. Oh nein. Ah.
Sehr gut. Endlich scheint klar zu sein, welches Mädchen die langgesuchte Schwester von Phobos ist. Und nun ist es nur noch eine Frage der Zeit. Tja, wir können immer noch runterfliegen und unseren grünen Freund einseifen. Wir kriegen Gesellschaft. Flügel einfahren. Da werde ich wohl einen größeren Kescher brauchen. Na toll, wir sehen aus wie begossene Pudel. So ein Look ist nun wirklich nicht angesagt. Ich finde, wir sollten einem Schmetterlingssammler nicht als Entdeckung seines Lebens dienen. Du hast recht. Lasst uns blank für einen Moment vergessen. Entschuldige, Heilin. Es gibt ja Nasenklemmen. Zurückverwandeln! Du solltest mal die Batterien im alten Herz von Kanraka überprüfen. Wir haben uns nicht zurückverwandelt. Ach, na schön. Dann lasst uns einfach wegfliegen, bevor uns der Opa noch fängt. Auf geht's! Blank trocken. Mädchen baden müssen. Irma, kannst du uns einen Weg zum Ufer freimachen? Seht nun, nichts passiert. Will, wir haben unsere Kräfte verloren. Oh. Sieh doch mal den Himmel. Los, ringt schon. Sag mir, dass der Stern von Trebe das Mädchen aufgespürt hat. Jawohl, sie nahm ihn und legte ihn um ihren Hals. Schon bald wird alle Macht von Meridian mir allein gehören. Los, weiter. Gehen wir da lang, Mädels. Wir nehmen die Abkürzung hinterm Einkaufscenter und folgen den Gleisen bis zum Silver Dragon. Ist ja wie in einem Gefängnisausbruchfilm. Seht mal Blanks Wochenendhäuschen. Könnt ihr euch vorstellen, freiwillig in so ein Ding zu steigen? Wie eklig, die Bakterien. Oh, die Kinderschwestern. Hast du diese Klamotten im Schaufenster bei Delisa gesehen? Ja, die haben ausgesehen wie Sachen, die Cornelia Hill tragen würde. Echt peinlich, wie sie immer angibt. Seht mich an, seht mich an. Sie findet immer alles so toll, was sie trägt. Allerdings, wahrscheinlich ist sie nur stolz, dass sie es geschafft hat, die Sachen alleine zuzuknöpfen. Mm. Oh. Ich bin noch niemals so dreist beleidigt worden. Oder so dreckig gewesen. Einen Moment. Mädchen, ihr dürft euch doch als Wächterinnen nie in der Öffentlichkeit blicken lassen. Oder wenn ihr so streng riecht. Mrs. Lynn, wir können uns nicht zurückverwandeln. Du meine Güte. Kommt bloß schnell rein, Mädchen. Ich habe es 10-mal versucht. Nichts. Keiner von uns 5 hat noch irgendwelche Kräfte. Danke für den Tee, Mrs. Lynn. Wer vertreibt das Frösteln von meinen Flügeln? Die einzigen Flügel, von denen er weiß, sind die an Hühnern. Können Sie uns helfen, uns zurückzuverwandeln? Genau, haben Sie nicht einen Zauberspruch, eine Creme, einen Roll-On-Stift oder sowas? Ihr habt eure Kräfte verloren. Und wir wissen auch, dass Phobos nach jemandem sucht. Es gibt eine Geschichte über einen lange verschollenen Stern. Damals, als es in Meridian noch friedlich zuging, lief Vaira, ein kleines, fröhliches Mädchen, das eines Tages Thronerbin werden sollte, von seinen Eltern weg und blieb seitdem verschwunden. Vairas Eltern waren völlig verzweifelt und flehten die Magierin an, ihm zu helfen. Sie benutzte das Herz von Kandrakar, um aus einem Felsen ein Amulett zu erschaffen, das Vaira aufspüren sollte. Genauer gesagt handelte es sich um einen 7-zackigen Stern.
Dieser Stern wird für euch eine Person herbeirufen, die verschwunden ist. Und wenn sie ihn findet, wird er allem und jedem die Macht nehmen, der verhindern könnte, dass eure Tochter wieder nach Hause zurückkehren soll. Aber wenn er einmal aktiviert war, konnte der Stern nie wieder zerstört werden und hätte eines Tages ihren Feinden von Nutzen sein können. Vaira wurde vom Stern angezogen und er führte sie sicher nach Hause zu ihren Eltern. Ihr Vater warf den Stern in den Schlot des Vulkans von Trebe, in der Hoffnung, ihn zu zerstören. Wenn Phobos ihn gefunden hat, wäre das eine Erklärung für den Verlust eurer Kräfte. Die Wächterinnen versuchen, die Rückkehr seiner Schwester nach Hause zu verhindern. Wie lange werden wir so bleiben, Oma? Es könnte eine Stunde dauern. Das geht ja gerade noch. Damit komme ich klar. Oder aber ihr bleibt für immer so. Was? Sie meinen also richtig lange für immer? Und was noch viel schlimmer ist, es besteht die Möglichkeit, dass Phobos mit Hilfe des Sterns endlich die Person gefunden hat, die er suchte. Ihr seid also zu mir gekommen, um mich um Hilfe zu bitten. Das war klug. Ja, wirklich klug. Tja, wenn du nur klug wärst, Caleb. Wirklich klug. Hey, ihr Turteltauben, hört schon auf damit. Wir brauchen jede erdenkliche Hilfe. Na gut, ich habe früher in Trebe in einem Bergwerk gearbeitet. Dort habe ich übrigens die wunderschöne Tochter eines trebianischen Lords gerettet. Ich wurde von einem dreiköpfigen Trifirokamus angegriffen. Komm zur Sache. Natürlich. Die Loden arbeiteten in den Minenschächten unter dem alten Vulkan. Ich dachte, Phobos ließe sie dort nach Trebit, einem Brennstoff, schürfen. Doch es gab schon immer die Legende... Die fünf könnten ohne Kräfte bleiben, bis der Stern an einen neuen Besitzer übergeht. Na klasse, wer will sich denn mit einem 43-Kilo-Nachtfalter treffen? Unsere Passierersklaven haben ein neues Portal entdeckt, mein Prinz. Dieses Portal befindet sich außerhalb der Erdenstadt, in massivem Fels. Wenn der Stern richtig gewählt hat, sind die Wächterinnen ihrer Kräfte beraubt, auch wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen. Setze dies in das Portal. Vielleicht gefalle ich ja so älteren Jungs. Bitte nicht. Er ist wieder da. Hm? Oh, Blank! Oh. Großes, böses Ding. Sehr, sehr wichtig. Hast du eine ganze Ladung von dem Zeug geklaut, das sich bei Menschen zwischen den Zähnen sammelt? Für Neuigkeiten sagen. Tauschen, Blank nicht baden. Okay, überredet. Kein Bad. Noch nicht. Was ist sehr wichtig? Das ist absolut lächerlich. Der will euch doch nur austricksen, damit er dreckig bleiben kann. Was ist denn das? Blank wissen. Also wir hören? Pflanze Hunger haben. Wir müssen etwas tun. Aber was? Ich fühle mich schrecklich. Vorhin hatten wir unsere Kräfte noch und haben sie dazu genutzt, ein grünes Stinktier zu waschen. Und jetzt, wenn wir sie wirklich brauchen... Menschen tun jeden Tag unglaubliche Dinge, obwohl sie keine besonderen Kräfte haben. Wenn wir ihre Wurzeln durchtrennen, verdorrt das obere Ende vielleicht. Wirf mal so ein Eisending hoch.
Sie frisst Blank! Na, kann ich dir helfen? Ich glaube, ich habe dieses Schmuckstück aus ihrem Schaufenster gestohlen. Ach, das ist kein Schmuckstück. Dieser Anhänger ist praktisch wertlos. Keine Ahnung, wieso ich das gemacht habe. Sowas ist eigentlich gar nicht meine Art. Hier, es gehört Ihnen. Nein, halt! Du hättest es behalten sollen. Mich macht dieses Ding völlig nervös. Ach, sind das hier Schuljahrbücher? Ja, ich glaube schon. Ich muss hier erst noch etwas Ordnung reinbringen. Wenn ich so nachdenke, könnte ich jemanden wie dich gut als Teilzeithilfe gebrauchen. Ach, wirklich? Versprechen Sie mir bitte, dass Sie jetzt nicht lachen. So habe ich nämlich letztes Jahr ausgesehen. Unsere Kräfte sind wieder da! Besteht zu 95% aus Wasser. Wasser! Die Gleise! Kannst du sie zusammenschweißen? Hm? Wow, das war aber knapp. Super, Mädels! Eure Schwester. Die Prinzessin. Es ist so schön, endlich wieder normal zu sein. Definieren normal. Wir werden unsere Kräfte nie wieder als selbstverständlich ansehen. Ach, wenn ihr eure Kräfte wieder habt, hat der Stern von Trebe seine Aufgabe erfüllt. Phobos hat nun die Person gefunden, die er gesucht hat. Oh. Was einst nach Zwiebel roch, wird schon bald Rosenduft verströmen. Oh. Oh. Hallo nochmal, Sie heißen Rick, oder? Ja, beziehungsweise Cedric, genauer gesagt. Oh, das gefällt mir auch viel besser. Was ich Sie fragen wollte, ist das eigentlich Ihr voller Ernst gewesen, diese Sache mit dem Jobangebot? War das eben ein Blitz?